Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Happy Galeo. Und in diesem Video geht es um das Aufräumspiel. Grundvoraussetzung für diesen Trick ist, dass euer Hund zuverlässig apportieren kann. Darüber hinaus ist es sehr hilfreich, wenn euer Hund auf ein Kommando sein Spielzeug oder den Gegenstand auch einfach fallen lassen kann oder ausgibt. Wenn das Kommando aus jetzt noch nicht so sicher funktioniert, ist das eigentlich kein Problem. Bei vielen Hunden ist das ohnehin so, dass der Gegenstand, den sie besonders lieben und den sie auch gerne apportieren, den geben sie so gerne dann nicht her. Für unsere Vorgehensweise ist das jetzt aber überhaupt kein Problem, da ich jetzt zum Beispiel speziell auch mit Leckerchen belohne. Und das können wir dann hier zu unserem Vorteil dann einsetzen. Außerdem empfehle ich wirklich einen Klicker zu benutzen, denn es hilft ja doch sehr, das Timing auch wirklich perfekt hinzukriegen. Die grundsätzliche Herangehensweise, die ich hier gewählt habe, ist die folgende. Wir nehmen jetzt eine Kiste oder einen Korb und das sollte am besten dann eine Kiste sein, die schon deutlich größer ist als der Gegenstand, den der Hund apportiert und der auch von der Höhe ungefähr passend ist für die Größe des Hundes. Dann stellen wir uns einfach hinter diesen Korb, lassen den Hund diesen Gegenstand apportieren und locken den Hund so zu uns. Wenn er jetzt dieses Ausgeben oder zu uns kommen nicht so 100% zuverlässig macht, dann muss man da so ein bisschen spielen, den Hund auch wirklich genau über diesen Korb zu locken. Und dann versuchen wir wirklich so diesen zufällig perfekten Moment zu erwischen, in dem der Hund wirklich genau über diesem Korb ist und bringen ihn dann dazu, den Gegenstand auszugeben. Gerade wenn das mit dem Ausgeben noch nicht so hundertprozentig funktioniert, nutzen wir einfach den Vorteil von Klicker und auch der Belohnung. Denn gerade bei der Belohnung ist es ja eigentlich immer so, dass der Hund dann dieses Leckerchen noch haben möchte und den Gegenstand dann direkt fallen lässt. Ja, Hund, bring, komm, bring, bring, komm. Gut. Im Endeffekt ist der Vorgang jetzt also wirklich so. Wir stellen uns hinter die Kiste, lassen den Hund den Gegenstand apportieren, versuchen den Hund wirklich genau über diese Kiste zu locken mit seinem Gegenstand, klicken dann und belohnen auch direkt, beziehungsweise zeigen direkt die Belohnung. Der Hund wird dann den Gegenstand fallen lassen und wenn wir das wirklich gut hinbekommen haben, gut getimt haben, wird der Gegenstand genau in die Kiste fallen. Und erstaunlicherweise hat die Cleo tatsächlich gecheckt, was ich damit meine. In die Kiste. Gut. Kiste. Gut gemacht. Regelschaft. Kiste. Kiste. Gut gemacht. Kiste. Gut gemacht. Leo. Schaff. Ring. Ring. Kiste. Gut gemacht. Innerhalb von kürzester Zeit hat das bei uns eigentlich schon so gut funktioniert, dass die Cleo mit Hilfe meiner Gestik, meiner Handgestik, ich habe auch immer so auf den Korb dann gezeigt, verstanden hat, dass sie diesen Gegenstand jetzt auch wirklich da reinlegen soll und habe dann peu à peu so dieses Wort Kiste hinzugefügt, welches dann einfach so stückchenweise, wie eigentlich jedes Mal, dann einfach ergänzt wird und der Hund versteht dann mehr und mehr, dass dieses Wort eben das Signal ist für diese Aktion. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und hat euch auch weitergeholfen. Das ist ja wirklich ein extrem cooles Kommando und ist auch wirklich nützlich, kann man wirklich sehr, sehr sinnvoll einsetzen. Und ich hoffe, dass es bei euch auch so gut funktioniert wie bei uns. Abonniert unseren Kanal, das würde mich riesig freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, bis dann. Such. Ja, bring die Tasche, komm her. Die Tasche. Nein, die Tasche. Komm, bring die Tasche. Nein, such die Tasche. Die Tasche. Okay, such die Tasche. Manchmal will es einfach nicht funktionieren und wenn sich die Situation wie hier festgefahren hat, lohnt es sich nochmal von vorne anzufangen. Cleo, such die Tasche und bring. Bring, komm, in den Korb. In den Korb. Fein, darfst. Hol den Hund. Fein, in den Korb. Ja, super! Klasse! Fein! Gut gemacht!